meine Lieben, herzlich willkommen bei Engels Bastelwelt. Und zwar habe ich für meine Challenge an mich selber die Osterhasen jetzt ausgesucht. Ist ja auch eine neue Stanze. Muss ich abwaschen. Und die Stanze. Moment, da fehlt noch ein Ei. Das. Genau, daraus würde ich jetzt eine relativ schlichte Karte tatsächlich machen. Und zwar fangen wir mit dem auch an. Ich habe jetzt mal einen neuen Aquarellblock mir besorgt. Und zwar ist der vom Kaufland. Und da ist DIN A4, 21 x 29,7 cm, säurefrei, weiß, hat 300 Grammatur und sind 20 Blätter. Und das war so ein Doppelpack. Ich weiß aber nicht, was der gekostet hat. Den habe ich schon länger gekauft und habe ihn jetzt mal ausgepackt. Den würde ich jetzt gerne mal verwenden. Weil mein anderer wird langsam leer. So, und zwar habe ich uns rausgesucht als Grundkarte eine normale Karte in Karton. Mann, Kraftpapierfarben. Nicht Kraftpapierfarben, wie heißt denn das? Ich merke es mir nie, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall das da. Und ich möchte das ausmalen. Und zwar habe ich vor, dass ich das Blatt ausmal, den Hasen ausmal und den Rest ausmal. Und dann die Eier würde ich tatsächlich auch ausmalen. Ja, machen wir. Genau. Dafür lege ich mir das wie immer auf. Ich gucke nur gleich, ob es durch die geht. Nein. Und dann lege ich mir das alles gleich auf die große Platte. Und dann haue ich das mal durch meine Stanzfee. Wie geht's euch, ihr Mäuse? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet so einen schönen Tag wie wir. Oder ich besser gesagt. Es war wunderschönes Wetter. Richtig angenehm. An. Das darf erstmal wieder auf Seite. Und zwar nehme ich dazu gleich die neuen Aquarellstifte, die ich euch gezeigt habe im Temu-Haul. Ich habe die schon ausprobiert. Und zwar finde ich die tatsächlich nicht mal verkehrt. Also die sehen so aus, wenn man sie vermalt. Ich finde das gar nicht verkehrt. Fällt mir. Bella Schatz, machst du Platz? Mäuschen, jetzt ist gut. Die Katzen kriegen geschimpft, weil sie toben und die Maus will mitspielen. Auf jeden Fall kommen morgen nochmal zwei Timo-Bäckchen und eine Abonnentin oder eine Zuschauerin. Hat auf jeden Fall gemeint, es wäre langweilig und ich brauche nicht alles ausmessen.
Jetzt würde ich gerne mal eure allgemeine Meinung wissen und nach der Mehrheit richte ich mich dann. Mir ist es egal, ich kann es euch weiter ausmessen. Wenn ihr aber sagt, ja, das ist uns eigentlich total egal, messe es nicht aus, dann messe ich es nicht mehr aus. Ist ja wie mit der Artikelnummer, das habt ihr ja schon gesagt, dass es leider nichts bringt. Und dementsprechend mache ich es ja nicht mehr. Gesagt, da richte ich mich nach euch. Wäre lieb, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt, dass ich das dann weiß. Genau, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst zerreißt es uns. Und zwar würde ich anfangen, welches Grün will ich denn? Die 4. Ich will die Nummer 4. Der sucht, der findet. Mal mir das einfach wieder ein bisschen an. Jetzt nehme ich meinen Wassertankpinsel. Ich teste immer, wie feucht er ist. Wenn er dann zu trocken ist, mache ich ihn feucht und tue ihn dann aber auf der Hand immer noch mal trockener streichen, damit es nicht zu feucht wird. Und dann vermale ich das schön. Und zwar gehe ich dabei auch an die Seiten, damit der weiße Rand von dem Stanzteil an der Seite weg ist. Das finde ich schon ganz gut. Ich hoffe, das geht von der Helligkeit. Dann wische ich mir das hier so ein bisschen ab. Ja, von der Helligkeit ist okay. Ich schiebe euch noch mal ein bisschen hoch. So. Dann will ich den Hasen in dem schönen Braun tun. Dazu würde ich die Nummer 35 nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch was bringt, wenn ich die Nummern sage, aber ich sage es jetzt einfach, damit ich auch weiß, was ich brauche. Ich merke mir Zahlen viel leichter, wenn ich sie laut sage. Das mache ich auf Arbeit auch. Ich bin ja in den Stadtwerken und wenn ich da die Zahlen von den Nummern, also von den Vertragsnummern oder von Zählerständen oder so weiter nehme, lese ich die mir immer laut vor. Ich sitze ja alleine im Homeoffice und ich lese die mir immer laut vor. Dann kann ich sie mir viel besser merken, wie wenn ich die nur leise sage oder halt nur leise halt lese. Ich muss das immer laut sagen. Das war aber früher auch schon in der Schule so. Wenn ich laut mir einen Text durchgelesen habe, ist er wesentlich mehr im Kopf geblieben, als wenn ich ihn leise gelesen habe. Ich würde das jetzt einfach so switchen, wie wenn das dem Häschen sein Fuß ist. So würde ich das jetzt hier handhaben. Und das würde ich noch als Buckelschwänzchen mitnehmen und dann so einfach als Übergang machen. Meine Katzen haben heute auch ihren Hintern gesehen, ey. Die
Die sind auch so heute aufgedreht. Das ist schon den ganzen Tag ganz schlimm. Schon ihren Napf vom Schrank runtergeschmissen und heute ganz schlimm mit denen. Aber gut, ist nicht jeder Tag gleich. Also ich finde, die lassen sich super, super gut vermeiden. Sehr zufrieden damit, ehrlich gesagt. Da würde ich dann nochmal drüber, der ist mir noch ein bisschen zu hell. Aber erst lassen wir den trocknen. Jetzt muss ich trotzdem mal kurz schimpfen. Mia, Nele, Schluss! Nicht so dolle! Wenn ich die schimpf, fange ich immer mit dem Buchstaben, der weiter vorne im Alphabet ist, an. Schon immer. Auch wo noch drei Hunde da waren. Immer mit dem vorderen Alphabetbuchstaben, warum auch immer. Und das würde ich jetzt tatsächlich. Wie machen wir das? Boah, ich hätte jetzt Bock auf so einen Übergang. Das probieren wir mal aus. Die zwei sehen ganz gut aus. Die sind sich zu ähnlich. Das taugt mir nicht so. Aber das ist schon in die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Ja, jetzt muss ich trotzdem mal kurz eingreifen. Das wird jetzt ein bisschen zu doll hier. Einen Moment. So, versuchen wir es mal weiter. Beruhigt haben sie sich noch nicht, aber gut. Und zwar würde ich jetzt die Seite in blau machen, hier einen Übergang dann machen zu grün und die Punkte werde ich in orange machen, dass das noch ein bisschen Farbklecks kriegt. Heute, ich bin echt genervt. Hört er ja. Die haben heute einfach mal ihren Hintern gesehen. Ich fange immer so durcheinander an, damit das austrocknen kann. Weil wenn ich jetzt hier direkt weitergemalt hätte, wäre das verlaufen. Und das wollte ich nicht. Deswegen mache ich das immer ein bisschen durcheinander. Außer jetzt hier beim Übergang, da werden wir es jetzt ineinander machen natürlich, ne? Also ich mache das jetzt auch wirklich so. Und da gehe ich dann nochmal mit Grün dann drüber. Diese Ruhe. Gott, ist das göttlich. Ach, und weil ihr meintet, was ich auch echt süß finde, wegen den Unterlagen, die da neben mir liegen mit den Schriftzeugs. Die liegen, also klar, sie sind jetzt nicht unbedingt für euch gedacht, aber es ist auch nichts Schlimmes oder irgendwie so, es steht jetzt nichts Persönliches drauf. Es ist tatsächlich leider das Lärmprotokoll von meinen Mietern,
also an meine Miete für einen Anwalt, weil es leider nicht mehr funktioniert. Und deswegen liegt es tatsächlich auch immer in der Nähe, weil ich ja das dann immer gleich aufschreiben muss. Weil es geht halt kein Tag ohne Theater. Waren viele Gespräche schon und im Lieben versucht, im Bösen versucht und jetzt ist einfach. Ich habe jetzt am Wochenende gesagt, jetzt reicht's, weil es am Sonntag wieder eskaliert ist. Von der Lautstärke halt, nicht von mir. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich mich beim Vermieterbund angemeldet. Ja, jetzt warte ich noch auf einen Termin, der halt mit der Arbeitszeit übereinstimmt, weil die haben nur von, ich glaube, 9 bis 12 offen und ich arbeite momentan nur Frühschicht, weil wir ja noch neu sind und dieser Fachfragen-Chat für uns nur bis Nachmittag besetzt ist. Ja, muss ich mal schauen, wie wir das vereinbaren können. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So auf jeden Fall nicht mehr. Mir geht es gesundheitlich wieder schlechter. Mich belastet das halt ziemlich sehr. Und das möchte ich nicht mehr. Ich habe Bock drauf. Also möchte ich mich in meinem eigenen Haus tatsächlich wohlfühlen. Und es kann nicht sein, dass ich in meinem eigenen Haus immer zu Theater habe. Möchte ich nicht. Es ist halt traurig, dass es so enden muss. Aber gut. Ja, weil diesen Zettel überall liegen. Also ich gehe in die Küche, ich nehme ihn mit oder habe dort einen eigenen liegen. Ich bin auf Arbeit, also im Büro. Ich habe ihn dabei. Hier am Tisch, ich habe ihn dabei. Das ist halt, ja. Ich kann mir auch Besseres vorstellen. Aber gut, jetzt ist es so, jetzt kann man es nicht mehr ändern. Ziehe ich das durch und gut ist. So, jetzt wollten wir ja noch mal da über den Häschen. Über das Häschen. Das sieht diesmal voll schön aus. Sieht aus, wie wenn es richtig so Fell ist, ohne dass ich das bewusst gemacht habe, weil ich kann nicht ausmalen. Oder halt kolorieren so richtig kann ich nicht. Ich male halt einfach aus. Aber diesmal finde ich es richtig schön. Gefällt mir sehr. Das ist die Nummer 44, falls es jemanden interessiert, aber ich bezweifle es.
Mal ganz kurz stoppen, ich muss schon wieder aufschreiben. So, jetzt haben wir das. Jetzt kümmern wir uns noch um die Eier. Jetzt vom Licht her. Ja. Geht noch. Ich will noch kein Licht an. Wir haben jetzt 6:30. So langsam wird es draußen düster. Eigentlich rausgezahlt, aber ich mache jetzt noch das schnell fertig. Und solange ich dann mit dem Hund draußen bin und die ganzen Tiere futter, überlege ich mir dann, welchen Stempel wir dazu machen. Aber das machen wir dann. Jetzt tun wir erstmal hier auf. Ausmalen noch und aufkleben. Mäuschen gleich. Die merkt das immer voll. Hier die Uhrzeiten so drin, das ist so krass. Auch mittags, wenn es um 12 Uhr ist, wird die unruhig. Ich kann halt nicht immer Punkt 12 mit ihr raus, das geht nicht. Aber dann wird die unruhig und dann. Ja, und so ist es um 6:30 dann auch, wenn wir rausgehen. Oder wenn es halt rausgezahlt ist, wird sie unruhig. Ich darf sich heute nicht beschweren. Wir sind um 4:45 wegen ihr aufgestanden heute früh. Echt? Ja, die haben so schon. 4:45. Ich hatte halt dann meine Kanne Kaffee schon fast bis auf echt eine Tasse schon Indus, bis überhaupt die Arbeit begonnen hat. Aber gut. Welche Farben nehmen wir? Lila passt da jetzt nicht ganz so gut dazu, oder? Die hat man schon, die nehmen wir nicht. Ja. Rot kann ich mir noch gut vorstellen. Den nehmen wir für da. Gelb. Ja, das ist schön. Und noch eine Farbe braucht man. Wie sieht denn dieses hier aus? Das sind die 29. Gleich mein Schatz. Ja, das sieht noch ganz cool aus. Nehmen wir das. Ich räume die Stifte nur gleich wieder ein, weil sonst, wenn ich jetzt gleich dann abbreche, sind die sonst alle zerkaut auf dem Fußboden. Ich
jeden Fall muss ich, wenn ich einkaufen gehe, wieder Tigerpalmen besorgen. Der Tipp hat tatsächlich sehr, sehr geholfen mit den Kabeln und Tigerpalmen. Und das will ich jetzt noch an andere Sachen schmieren, wo sie mir nicht hin dürfen. Also toi, toi, toi. Ich hoffe, ich bescheiße jetzt nicht. Das Talent habe ich tatsächlich. Sind sie, seitdem ich das mit Tigerpalm eingeschmiert habe, nicht mehr dran gegangen an die Kabel. Okay, es war ja eh in Anführungszeichen nur eine Katze, aber die ist nicht mehr dran gegangen. Das war echt nicht mehr lustig, die hat mir ja jedes Kabel angefressen. Mäuschen gleich, Schatz. Die Mami malt das jetzt nur noch an. Ich klebe es nicht auf. Wir gehen gleich. Es wird halt jetzt ein längeres Video, weil ich euch ja mitnehme beim Ausmalen. Wenn es stört, kann bitte vorspulen. Ich habe jetzt das Feedback tatsächlich öfters gehört, lieber lang und überall mitnehmen. Und dann mache ich das gerne. Und ab und an mache ich es natürlich dann auch mal kürzer für die anderen. Aber ich persönlich mag, wie gesagt, auch längere Videos. Und ich merke, es kommt immer mehr Kritik, was ja auch okay ist. Aber ich kann es nicht jedem recht machen und ich fühle mich gerade schon ein bisschen, ich bin sehr sensibel, sage ich dazu ehrlich. So dieses, es passt nicht, was ich mache. Also nicht gut genug. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich richte mich auch nach der Mehrheit, weil es wichtig ist, auch für mich, was ihr sagt. Und B, dann auch nach dem, was möchte ich. Was gefällt mir? Und wenn es lang ist, kann man immer noch vorspulen. Man hat die Option ja vorzuspulen. Ich bin da auch keinem böse. Um Gottes Willen, jeder hat einen anderen Geschmack und alles. Und jeder hat seine Meinung und das ist auch voll legitim und voll richtig. Aber wenn ich es jetzt kurz mache, haben die, wo es lang mögen, nichts davon. Im Gegenzug, wenn ich es lang mache, können die, wo es kürzer mögen oder nicht jeden Step mit anschauen wollen, ja vorspulen. Oder in doppelter Geschwindigkeit anschauen. Geht ja auch. Da würde ich dabei aber tatsächlich sogar den Ton ausmachen, weil sonst klingt das wie eine Quietschende. Das heißt quietschend, ich weiß jetzt diesen Begriff nicht. So, ganz gruselig. Auf jeden Fall kommt jetzt dann morgen oder übermorgen noch der Haul. Und am Samstag kommt ja dann das Video zur Challenge mit den Karten. Und dann gebe ich auch die neue Challenge bekannt. Also ich sage so viel, dass es wieder Restekarten sind. Definitiv. Ich finde es sehr, sehr gut. Und dass sie wieder ans Pflegeheim gehen, außer es antwortet noch jemand anders bis dahin. Ansonsten gehen sie wieder an dasselbe Altenheim.
Also Pflegeheim ist, meine ich damit, ist das Altenheim. Und ja, und welches Thema überlege ich mir? Dann tun wir auch den Gewinner am Samstag auslosen oder die Gewinnerin. So lang wird das Video am Samstag, glaube ich, nicht, weil das waren nicht allzu viele Karten. Umso dankbarer bin ich für die lieben Menschen, die mitgemacht haben und das Ganze unterstützen und auch so liebevoll die Boxen gebastelt haben. Also es wäre eine Abonnentin, die hat ganz viele Boxen mitgebastelt. Dafür bin ich dafür umso dankbarer. Und hat mich ganz, ganz, ganz sehr gefreut. So, ihr Mäuse, ich lasse das jetzt trocknen, versorge meine Tiere. Und ihr seht es ja gleich sofort im Übergang weiter. Aber für mich heißt es bis gleich. So, ihr Mäuse, da bin ich wieder. Ich habe jetzt trotzdem außerhalb der Kamera nochmal hier ein bisschen nachgefahren. Das hat mir noch nicht so gefallen, dass der Übergang ein bisschen doller ist. Hier habe ich nochmal ein bisschen grün aufgetragen. Und das habe ich noch intensiver gemacht. Mehr habe ich gar nicht jetzt gemacht. Und zwar ist die Überlegung, dass ich das so irgendwie anbringe. Ich weiß noch nicht wie. Mal schauen. Und jetzt habe ich überlegt, aber noch nicht ausprobiert, weil ich bezweifle, dass es funktioniert. Ich glaube, das ist zu groß. Und übereinander wird es. Wobei es geht noch übereinander. Das würde gehen. Genau, würde ich das nämlich aufbringen. Da haben wir die neue Stanze auch gleich verwendet. Jetzt erstmal das ausstanzen, bevor ich überlege, wie wir das dann am Ende dekorieren. Vielleicht machen wir auch nur zwei Herzen, mal schauen. Ich würde das dann aber so aufkleben. Ja. Jetzt überlegen wir noch, welche Farbe wir nehmen. Ich habe hier noch einen Rest. Reicht der? Nee, schade, aber der hätte gut gepasst. Aber warum nicht einfach grün und blau kombinieren? Ist noch ein blauer Rest auch da? Okay, der ist zu klein. Und der ist auch zu klein. Nee, der geht. Ja, das passt doch gut. Das passt doch. Zeigt wahrscheinlich auch schon die berühmte Tante mit den lila Klebedingern auf dem Schreibtisch. Bällechen, jetzt ist mal gut, mein Schatz. Komm, leg dich mal ein bisschen hin. Wir haben jetzt so viel getobt, Schatzi. Die häkelt schon wie blöd. Und gesagt, die Karte wird jetzt einfach mal ein bisschen schlichter. Muss ja nicht immer alles so. Ganz so. Kitschig ist der falsche Ausdruck. Nicht ganz so belagert oder so extrem aufwendig sein. Ich finde es auch mal etwas schlichter. Tatsächlich auch mal ganz schön.
Nein! Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich hoffe, die fallen noch nicht raus. Nein. Doppelseitiges Klebeband. Ganz wichtig. Das ist so dünn. Bei so filigranen durch, wenn ich es nicht vergesse, eigentlich tatsächlich immer doppelseitiges Klebeband nehmen, weil es wesentlich schöner zu kleben ist. Wobei ich jetzt bei Temu gesehen habe, dass es so Kleber gibt, der wie eine Art Stift ist. Der muss extrem fein sein, angeblich. Ich habe den jetzt mal bestellt. Das sehen wir ja dann, wie der jetzt am Ende dann tatsächlich ist. Weil das finde ich dann auch eine coole Alternative. Ich glaube, das ist durch. Da ist es auf jeden Fall durch. Bin mir noch etwas unsicher. Würde ich jetzt noch mal durchkurbeln mit ein bisschen Verstärkung vorsichtshalber. Muss hier aufräumen. Das heißt aufräumen. Ich muss einfach nur die Sachen weiter weg von mir legen und nicht alles genau an mir. Besser. Standardmaß von der Karte, also jetzt nichts Besonderes. So. Nur dass ich überhaupt einen Anhaltspunkt habe. Dafür eignet sich halt das dicke, doppelseitige Klebeband echt gut. Ihr solltet halt, oder nichts, keiner muss oder soll. Es ist einfacher, wenn man Klebeband hat, das am besten mit einem Auftragen die ganze Stanze abdeckt. Ansonsten wird es immer schwieriger mit dem Abziehen, aber es ist auch machbar. Absolut. Bella, weg vom Katzenfutter. Ist ein bisschen tricky. Moment bitte. Bella! Bleibt halt am Finger kleben, ist jetzt nicht so schlimm. Das überlebe ich.
das halt echt oft einfach so dann. Nee, ich habe beim E die Dinger vergessen. Das ist halt der Nachteil an doppelseitigen Klebeband. Das klebt halt dann, bleibt halt dann gleich am Finger kleben. Ne? So. Das finde ich ganz süß. Gefällt mir tatsächlich. Wie macht ihr das bei so kraftfarbenen Karten? Macht ihr da auch einen weißen Einleger rein oder lasst ihr die so? Ich mache es verschieden, je nach Laune. Manchmal mache ich einen rein, manchmal nicht. Wie hast du heute Mama einen Kaffee getrunken oder irgendwie Cola oder so? Ja? Du bist heute verrückt, Lady. So einen Knall. Hat die so einen Knall? Ja. Mann. Wir sind halt noch jung, ne? Den ersten halb, jetzt ein Jahr werden sie jetzt. Boah, im August habe ich sie geholt. Ende Mai, glaube ich, sind sie geboren. Wenn mich nicht täuscht. So gefällt mir das. Bleib doch drauf, Häschen. Schön, schön. Mir gefällt. Was sagt ihr? Wir sind jetzt bei. Oh, ich glaube eine Dreiviertelstunde. Ich habe es ja auf Stopp gedrückt, wo ich die Tiere gemacht habe. Auf. Ja, ganz aus. Und dann nochmal neu. So, mir gefällt diese Karte. Ich finde sie schön. Was sagt ihr? Und jetzt kommen wir zu Karte Nummer 2. Zu Karte Nummer 2 bin ich noch nicht weiter wie. Ich möchte diese Stanze verwenden. Mehr Gedankengänge hatte ich leider noch nicht. Dann ein bisschen Platz hier.
Aufräumen. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar eine Idee. Ich hole mal schnell was. So, alles vorbereitet. Und zwar habe ich die neue Schablone gleich geholt. Da haben wir die nämlich auch schon verarbeitet. Und habe mir die 4 Sorten vom District Ink rausgesucht. Ich habe gerade getrunken, deswegen hatte ich einen Schluck auf. Entschuldigung. Genau. Und zwar werde ich die zwei immer in einem Kreis kombinieren und die beiden. Jetzt fange ich einfach mal mit dem dunklen an. Das ist jetzt ein DIN A4 Blatt, was ich an der Schablone von Timo tatsächlich sehr cool finde, dass die Ecken abgerundet sind, sodass man es noch auf dem Blatt ankleben kann. Finde ich richtig cool. Und jetzt versuchen wir das einfach mal. Fange jetzt einfach an. Da möchte ich den inneren Kreis in lila haben. Ja, nehmen wir den. Ich zeige das jetzt euch noch bei dem Stück und dann mache ich es ohne Kamera, weil sonst zieht sich das wirklich in die Stunden. Die lassen sich halt nicht so schön malen, finde ich, wie die vom Action. Die finde ich für sowas tatsächlich schöner, die vom Action. Vielleicht ist die Stempelfarbe auch gar nicht dafür geeignet. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich probiere es einfach immer aus. Wobei ich die zum Verblenden eigentlich oder so zum Malen auch schon gesehen habe in Videos. Ich finde die vom Action-Decken flächiger. Nicht so geschickert. Aber gut, jetzt haben wir die ausgesucht, jetzt machen wir es so. Da muss man dann aufpassen, ne? Dass man nicht drüber kommt. Ich will mir da dann was hinlegen, dass ich nicht drüber mal. War jetzt nicht zu dolle.
So, den Rest mache ich jetzt mal ohne euch. Da habe ich schon geschwänzt. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mich jetzt doch komplett umentschieden. Moment, ich krieg mein Tablet nicht aus. Jetzt. Habe mich jetzt doch komplett umentschieden, habe doch wieder die Farben von Action genommen. Das war mir jetzt doch zu doof. Außerdem habe ich ziemlich doll drüber gemalt und nein. Also ich habe jetzt die vier Farben genommen. Die zwei für zusammen. Ich hoffe, wir kriegen mal neue davon. Und die zwei. Genau. Jetzt zeige ich es euch nochmal anhand so einem kleinen Kreis und dann mache ich es außerhalb der Kamera. Das liegt an dem Papier. Weil normal drücken die nicht so fleckig. Abmal. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es okay. Kann man nicht sagen. So. Und jetzt mache ich das nochmal außerhalb der Kamera weiter. So, ich habe es jetzt auch geschafft. Jetzt habe ich uns eine Grundkarte rausgesucht, und zwar nehme ich die hellgelbe. Die sind von Ideen mit Herz, die liebe ich tatsächlich extrem gut, extrem sehr. Die sind 16x16. Zwar waren es ein 100er Pack, immer 10 Stück von einer Farbsorte. Die finde ich richtig geil. Kann ich nur empfehlen, tatsächlich. Das habe ich jetzt schon mal, ups, eine zu viel. Das habe ich jetzt schon rausgesucht. Mit Umschlag sind die. Hab uns den Aufleger schon mal auf 15,3. Ja, 15,3 mal 15,3 geschnitten, weil ich etwas einen größeren Rand wollte. Das würde ich gerne so rum aufbringen. Und jetzt stanzen wir noch die Hasis in Kraftpapier auf. Aus. Und bringen die dann da auf. So, das sind in der Stanze, also in dem Pack sind drei Häschen drin mit Schwanz. Und die machen wir auch, und den Schwanz machen wir weiß. Meistens nur immer gleich in Aschenbecher, damit die Tiere das Metallstückchen nicht erwischen. Ich habe mir davon so eine total gute Zange von Amazon geholt. Die ist ganz klein und richtig scharf und ein wenig gebogen. Damit kommt man richtig gut überall hin. Ich finde die richtig gut. Es war ein Zweier-Set damals. So. Machen wir das wie immer auf, kleben das fest, dann den nächsten, passt er noch da oben mit hin.
kleines Mini-Häschen. Na, gib. Wobei, das klebe ich dahin. Oder? Wie breit darf ich dann gehen? Ich will es mit der kleinen Maschine schnell machen. Gar nicht mehr, den müssen wir einzeln machen. Okay. Ist ja nicht das Problem. Dann machen wir das so. Dann schneide ich das grob aus. Ich finde, der Hase, der Große, hat auch eine schöne Größe für einen Tag oder einen Anhänger. Dann kurbel ich das durch. Noch den Mini-Hasen. Wobei, da können wir gleich die Kreise mit ausschneiden. Das sind dann die Schwänze. Da brauche ich einfach nur ein kleines Stück Weiß. Da, das Papier. Genau deswegen klebe ich das immer fest. Weil es mir immer wegrutscht. Falls man das Schaben hört, die Nele ist auf der Toilette. Die kratzt immer an der Wand. Ich weiß nicht wieso, aber sie kratzt immer an der Wand. Nummer 1. Zwei. Oh, ist das klein. Drei. Das kleine Häschen. Das kann Müll. Eins, zwei, drei und die vier. Bevor wir es verlieren, ich habe nämlich hier jetzt auch schon ein Rechteck liegen. Ich weiß nicht mehr, wohin das gehört. So habe ich überlegt, dass wir das so wie die Orgelpfeifen so machen. So. Ich klebe die ein bisschen erhöht auf, aber nur mit 1 mm Pads. Also nicht so doll erhöht. Wenn ich sie finde. Was sind die von Teddy?
Die habe ich schon einige Jahre. Und ich finde die tatsächlich gar nicht so verkehrt, außer dass es sich nach den Jahren mittlerweile so ablösen und ein wenig am Finger kleben. Aber das geht mit einem Feuchttuch auch gleich wieder weg. Ups, ich bin außerhalb. Mal gespannt, welche Karte euch besser gefällt. Was ihr sagt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon 1, 2, 3, 4 Teile von meiner Challenge verbraucht. Mit einmal. Hihi. Ich habe mir das jetzt ein bisschen kleiner geschnitten. Das war ich, glaube ich, aus Versehen außerhalb der Kamera. Dass das passt. Wenn man das schneidet und nicht gerade die beschichtete Schere hat, lasst, ihr schneidet es auf der Folie am besten. Da verklebt euch die Schere nicht. Ich heb mir die tatsächlich auch auf vom Briefmarken oder so. Also immer wenn ich sowas übrig habe, hebe ich mir das auf. Da merkt man all das Alter schon an denen. Aber sie kleben echt noch sehr gut. So, dann müssen wir auch noch mal schneiden. Nicht noch länger werden. Shit. Was ist denn das jetzt hier? Verarsch mich nicht. So, ich hoffe, das klebt gleich noch, wenn ich mache ein bisschen Kleber drauf. Den habe ich extra ein bisschen näher gesetzt, weil hier ja so ein wenig nicht so schön war. Und die klebe ich jetzt mit Erhöhten auf, bis auf den ganz kleinen, weil da habe ich nichts so mini kleines Erhöhtes.
Das sind die 2 mm. Ich würde tatsächlich gar die 3 mm nehmen. Ich hatte sie doch gerade in der Hand. Schneide ich mir das auch wieder auf der Folie so ganz klein. Dann nehme ich mir das so ab, wenn ich das nicht erwische. Man kann es aber auch mit einem Piekser machen oder mit einer Pinzette. Sieht zwar jetzt ein wenig doof, dass der jetzt flach ist, aber so klein kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. Vermute ich mal. Nee, ist immer noch zu groß. Das kriege ich nicht hin. Und die Glue-Dots sind auch viel zu groß. Nee, den müssen wir leider so aufkleben. Viel Kleber. Das war ein bisschen zu viel. So. Warum nicht? Machen wir das nochmal. So, das Schmierpapier, wo ich an die Ecken gelegt hatte. Das. Ja. Warum denn nicht? Sieht doch ganz süß aus. Passt. Schaue ich mal, ob ich auch so einen Gelbton noch habe. Aber bestimmt. Ich habe jetzt nur das Gelbton gefunden, das annähernd passt. Das passt jetzt auch nicht 100%, aber ich habe leider nicht so ein helles gefunden. Außer als Druckerpapier, das ist mir aber viel zu dünn für die filigrane Schrift. Das möchte ich nicht. Also muss es jetzt mit dem Farbton gehen. Die anderen waren noch krass anders da vom Farbe her. Machen wir wieder dasselbe Spiel. Einmal drauf. Einmal drauf. Einmal grob ausschneiden. Restpapier hatte ich gar kein Gelb. Wundert mich auch. Hast du in der Restebox geschaut? Da war gar kein Gelb drin. Nee, jetzt darfst du nicht verrutschen, mein Bruder. Das wäre jetzt nicht gut. Ah, jetzt musst du das doppelseitige Klebeband natürlich so drauf, dass das passt.
Dann nehme ich jetzt meine beschichtete Schere. Das kommt an den Müll. Ich will heute noch die Diamant-Pending-Osterkarten anfangen. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir jetzt halb 10. Darf ich nichts mehr anfangen. Und das Video wird ends lang. Ihr hasst mich, glaube ich, danach. Das ist nicht durch. Aber es wurde ja hauptsächlich lange Videos gewünscht. Boah, geht es jetzt dran. Und das dumme Gefühl, dass es noch nicht durch ist. Nochmal. Ey. Wenn es jetzt nicht geht, dann durch die Stanzwehr noch mal durchknallen. Aber ich bedenken. Das ist mein Problem. Es funktioniert sogar.
Sieht damit das so einsam aus, das kriege ich jetzt nicht raus. Ich überlege nur gerade, wo der Inhalt von dem Erdöl ist. Das finde ich nämlich nicht. Das finde ich nicht. Ist das O? Ich habe das R nicht. Ja, da muss es so bleiben. Das R ist verschwunden. Eigentlich gehört hier noch ein kleiner Bubbel rein. Das ist auch nicht, das ist vom oberen R. Der ist verschollen. Ne, das ist auch nicht drin. Egal. So, auf jeden Fall kleben wir das jetzt auch und dann ist die Karte fertig. In den Müll, das muss ich aber sortieren. Aber nicht meine Stanze. Das ist so mein kleiner innerer Monk. Ich muss da nach Papier und nach Kunststoff und so alles detailliert sortieren. Ich habe hier echt drei Mülleimer stehen. Den normale, dann ein Papiermülleimer und eine Tüte für Plastik. Also für diese Klebedinger zum Beispiel. Die für Abziehen lassen. Gut, dann kleben wir das jetzt noch auf. Und dann haben wir es auch schon in Anführungszeichen geschafft. Ich hoffe, ich finde das eher noch. Das gefällt mir nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch inspirieren konnte und dass es euch gefallen hat, dass es euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Und ja, ansonsten die Ankündigung für die Woche habe ich gemacht. Steht noch was an? Ja, für meine Challenge an mich selber mit allen Stanzen machen, die ich ja neu gekauft habe. Die läuft, also die nehme ich auch ernst. Das war ernst gemeint. Davon haben wir jetzt 4 Teile verwendet. Wir haben die Stanze verwendet. Wir haben die Stanze verwendet. Wir haben die Stanze verwendet. Und wir haben die Schablone verwendet. Das heißt, sie haben schon die ersten 4 Teile verwendet. Der Hase kriegt noch ein Auge. Das sieht schrecklich aus.
So, welche Karte gefällt euch besser? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, morgen, Nacht, was auch immer kommt. Und hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Tschüss.